Gut, so, Interact. Wir können erstmal mit dir interagieren. Wie gesagt, das ist wie Sims. So. Ah, da fehlen noch ein paar Chunks. Ich laufe einfach mal rum. Ja, und da kann man den Massive Mountain mal von oben betrachten. Ja, also, hallo. Der ist schon ein bisschen krass. Der ist schon ein bisschen krass, aber das haben wir ja alle schon festgestellt. Zack, zack, zack. Und wir laufen den jetzt tatsächlich entlang. Ich weiß gar nicht, ob die Idee so gut war. Wir haben Essensprobleme, Nahrungsprobleme und ich mach so einen Mist. Sorry, Leute. Das tut mir sehr leid. Oh, Kohle. Ist ja nicht so, als ob wir gleich noch genug in der Höhle sein werden. Ich lass das mal, komm. Wir werden gleich noch in der Höhle sein. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so schnell, spontan Musik finde, die auf Höhlen-Playlist abgestimmt ist. Problem ist, also ich habe, ich habe keine Ahnung, was anmerken. Ich habe fürs Privatspielen zwischendurch mal die Gronkh-Playlist immer an, die er damals bei seinem Minecraft-Let's Play hatte. Und die ist ja schon massive, ne? Die ist ja schon, ne? Ja. Und der hat ja eine Höhlen-Playlist und eine normale Playlist. Und die Höhlen-Playlist finde ich schon nice, aber die darf ich ja leider nicht spielen hier. Weil GEMA-Probleme und so. Ich bin bei keinem Netzwerk, das mir die Rechte dafür beschaffen könnte. Von daher müsste ich natürlich immer auf GEMA-freien Kram zurückgreifen. So, jetzt laufen wir mal hier rum. Oh, Hundis, Hundis. Na ja. Ja, und von daher, müssen wir uns damit zufrieden geben. Aber ich finde, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Mucke hier, die hier läuft gerade. Wie lange es dauert, einmal um den Massive Mountain zu laufen? Das ist ja nicht mit Worten zu beschreiben. Naja. Eieiei, was ist denn da los? Ja, und zum Thema Inventar, das habe ich per Creative wiederhergestellt. Deswegen ist jetzt der Eisenhelm nicht so destroyed, also von der Durability her. Durability. Und das gefrorene Fleisch auch nicht, das tut mir leid, aber naja. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht sehr übel. So. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welche Richtung das NPC-Dorf denn zu finden war. Ein Problem ist, heute, jetzt gerade wo ich aufnehme, müsste eigentlich eine Folge online kommen. Aber ich nehme gerade auf, warte mal, wie viel Uhr haben wir? Ich kam irgendwie leider nicht dazu. Wir haben 17.23 Uhr. Die Folge hätte schon vor einer Zeit lang online kommen müssen und da ist das NPC-Dorf. Also um 16.30 Uhr kommen ja pünktlich immer die Folgen, wenn ich sie im Vorhinein hochgeladen habe. Werde ich heute nicht mehr schaffen, weil ich schneiden und rendern muss. Das dauert ja ein paar Stündchen. Deswegen wird es heute leider ausfallen. Also für euch ist es jetzt nicht heute, sondern morgen für mich jetzt. Naja, okay. Okay, hier sind wir endlich. Cliff the Miner, how are you today? I'm fine. Warte mal, haben die hier im Bett? Ich muss eben bitte. Ich glaube, die haben ja kein Bett. Nein! Ich muss die Schafe upgraben. Ich habe kein Eisen. Ich muss die Schafe töten. Sorry, Schafe. Ellie's the Farmer. What's going on with you today? Also, nix. Und bei dir? Warum kommt da nichts raus? Eins. Zwei. Drei. Sorry, ey. Eigentlich töte ich ja gerne Schafe. Stopp. Eigentlich töte ich ja ungerne Schafe. Schon wieder was fürs Soundboard, Leute. So, und ich muss jetzt erstmal schnell schlafen. Ja, aber es ging jetzt wohl nicht anders. So, ich schlafe einfach mal hier, komm. Zack, 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 zack. Ich hab keinen. Das ist doch nicht dein Ernst. Komm jetzt, du musst jetzt mal ganz kurz dran glauben. Ich hab nämlich jetzt keinen Bock auf die Monstren, die hier spawnen werden. Dum, 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 du, du, dum. So, schnell. Ich hab auf normal, ne? Ja. Noch die. Mr. Cryfish Furniture Mod. So. Das Bett lasse ich einfach mal da. So, zack. Ja, Punkt 1, wir können uns hier erstmal hier schön das Essen grabben. Und Punkt 2, da ist ein Creeper. Punkt 3, wir können mit den NPCs hier handeln. Ich gehe mal hier rein. Das ist Alice the Farmer.
Und ich zeige euch mal, was diese MCA-Mod so für euch bietet. Minecraft comes alive, toll. So, Mood, Passive, also ist ein passiver Mob. Personality, Odd und, not married, nicht verheiratet. Gut, so, Interact. Wir können erstmal mit dir interagieren. Wie gesagt, das ist wie Sims. So. Ah, okay. Ja, hier alles hier Chat und, yes, I suppose the weather's nice today. Ja, ihr glaube ich nämlich auch. Joke. Und ich denke mal, das ist halt wie in, das ist wie in Sims hier, dass man quasi so Freundschaften aufbaut und so und Freundschaftspunkte und so. Und ja gut, stay here, dann kann man halt noch ganz viel mit dem machen, das werde ich euch noch ein anderes Mal erklären. Nicht, nicht bei dieser bösen Musik. So, man kann halt auch ganz normal mit denen handeln. Großhühnchen Smaragd läuft. So, und falls wir dann nicht genügend Smaragde finden, können wir ja hier schön handeln. Das sind halt auch normale NPCs. Die bleiben trotzdem hier, das wusste ich vorher auch nicht. Ach ne, stopp, warte mal. Ach ne, stopp. Das sind irgendwelche Wasser-NPCs von irgendeinem Dorf. Ich glaube von der Fantastic Fish Mod. Ey, wie geil. Clamshell, geil, 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 geil. Das bemerke ich erst jetzt. Wie geil ist das denn? Ja, war klar. Ist gut gewichtet, der Deal. So. Na gut, da kümmern wir uns später drum. Hauptsache, wir haben es jetzt hier auf der Map und so weit ist es ja auch nicht entfernt. Einmal durch den Massive Mountain und dann ist es gut. So. Alles klar, dann werde ich jetzt erstmal böse Dinge tun. Aber ich pflanze natürlich nach, keine Sorge. Obwohl, sollte ich nachpflanzen? Nee, komm. Die haben es eh. Die haben es eh besser als wir. Wir sind fies. Dafür werde ich nur die Reifen hier abbauen. Wenn der Rest reif ist, werden wir einfach später wiederkommen. So, zack. Und ich kann nicht mehr rennen. Toll. Huch, falsch. Essen. So, zack und hopp. Die hatten hier doch noch mehr Felder. Da und da und da ist auch noch eins da hinten. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Und hier ist auch so ein Guard. Der beschützt die nachts vor Monstern, was auch ziemlich nice ist. Sowas gibt es ja auch Simiocraft intern. Das werden wir auch noch kennenlernen. So. Ja, für die Samen könnte ich alles abbauen, aber komm. Ist egal, ist egal. Huch, Group All Selected. Da habe ich was falsch gemacht. Na, da hinten müsste auch noch eins sein. Ah, guck mal. Was sieht schön aus, das Dorf, ne? Ich finde das schön. So. So, dann gehen wir mal nach da hinten. Und dann gehen wir auch mal nach Hause, kümmern uns schnell ein bisschen um das Essen. Ja, und dann, Leute, dann ist es soweit. Dann gehen wir wieder in eine Höhle rein. Das wird schon ziemlich krass. Ja, und, wir hoffen einfach mal, dass uns nicht wieder so etwas passiert wie das letzte Mal. Für euch ist es jetzt ein bisschen schlimmer, weil das für euch unmittelbar passiert ist, dass wir alle Sachen verloren haben, also fast alle. Und für mich ist es schon so einige Tage her, also ich bin schon wieder happy. Ihr seid wahrscheinlich total frustriert und wollt mich am liebsten persönlich besuchen. So, oh, was ist das denn hier? Ah, alles Kartoffeln, alles Kartoschkis. So. 41 Kartoffeln. Von Kartoffeln kann man sich übrigens auch sehr gut ernähren. Also jetzt hier in Minecraft. In Real Life theoretisch auch. Ist nur nicht ganz so ausgewogen, ne? So, zack. So, das war es eigentlich, ne? Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Da kriege ich ja schon ein schlechtes Gewissen bei dem, was wir hier tun. So. So, das war's. Aber auch komm, dann ab nach Hause. Wir müssen den ganzen Stuff mal jetzt einpflanzen. Lololololo. Und wupp. Ja, und da bin ich mal gleich gespannt, ob wir heute vielleicht mal ein paar Dias zusammenbekommen. Ich hoffe es ja natürlich sehr, ist ja klar. Also,
das andere ist noch nicht so wichtig. Gold und so. Gold müssen wir jetzt. Haben wir das verloren? Ich glaube schon. Die Smaragde haben wir. Ich glaube, das waren 5 oder so. Ja, Gold ist auch schnell zusammen und. Naja, gut. Wir müssen uns einfach auf die Diamanten konzentrieren. Der Rest wird. Alter. Da müssen wir gleich auch mal rein. Ich setze mal einen Waypoint hier. Höhle. Und. Höhle. Zack. Da habe ich durch das Klicken jetzt auch wieder eine Basis zur Synchronisation. Das ist ja auch toll. Okay, ja gut. Ich wusste gar nicht, dass wir die Höhlen hier haben. Wir haben uns da so ein kleines Kackloch ausgesucht, wo wir mega fette Höhlen haben. Also fette Höhleneingänge meine ich natürlich. Oh, das war falsch. Ich finde das auch extrem cool, dass hier einfach so Baumstämme rumliegen. So, da gehen wir glaube ich gleich als erstes rein, weil das ist schon huge. Huge. Sorry. Ich brauche dein Fleisch. Na komm, dann machen wir noch die 2 Kühe hier. Weil, sorry, aber ich will nicht, dass uns das passiert. Ja, was uns letzte Mal passiert ist. Und ja, durch die neue Weltaufsetzung haben wir jetzt auch, ja, die ganzen Kühe, die wir bisher umgebracht haben, sind natürlich weg. Und auch alle anderen, die vorher hier waren. Ja, weil alle Mobs neu gespawnt sind. Yay! Alle Mobs sind neu gespawnt. Von daher können wir es uns erlauben, dass wir ein paar töten. So, da bin ich mit meiner fetten Keule in der Hand. Also... Ich sag gar nichts mehr. Ich lasse es sein. So, zack. Die nächste Kuh. Sollen wir uns 10 Fleisch gönnen? 10 Fleisch wäre schon cool. So. Dann nehme ich mir jetzt das reife Weizen vor. Nimm die Körner. Und pflanzt sie mal ganz getrost ein. So. Huch. Ach, so viele habe ich. Alter. Das wusste ich nicht. Kriegen wir damit das ganze Feld voll, weil dann würde ich jetzt die Möhren abbauen, weil ich wollte noch ein paar Kartoffeln pflanzen. Aber natürlich nicht alle, weil ich jetzt auch welche mitnehme. Ach komm. Weil ich jetzt auch alle mitnehmen wollte, eigentlich. Damit wir jetzt wirklich mal Essen haben. Weil, Alter, ey, das ist so stressig gewesen. So. Kartoffeln, mache einfach den Rest hier Kartoffeln. Zack, zack, zack. Ja, das ist doch mal nice. Damit kann man was anfangen auf jeden Fall. So, dir gebe ich eben noch ein bisschen was zu essen. Oh, du brauchst ja gar nichts. Da schmeiße ich ihm einfach die Kartoffeln ins Gesicht. Naja. Das ist gerade ein bisschen laut, das Lied. Aber schön. Wir haben immer einen zweiten Ofen, damit wir das schneller mal machen können hier. Mit den Ofenkartoffelchen. So. Natürlich auch ein paar klassische Lieder am Start. Sollen wir auch die Möhrchen mitnehmen? Einfach mal zum Notfall kommen. 60 Möhren. Diesmal werde ich mich auch nicht so lange am Stück aufhalten. Ich verspreche es. Ich hoffe, ich kann es einhalten. Weil dann werde ich erstmal hochgehen, die Sachen safen und dann gehen wir wieder runter. Oder ich mache mir so eine Base, wie ich sonst immer beim privaten Spielen gemacht habe damals. So. 10 Fleisch wollte ich haben. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal auf Jagd. Den Jägerinstinkten folgen. Wow. Zack. 7. Stirb. Komm runter da. Mann ey. So eine Tree Cow. So, jetzt aber. Hat die was gedroppt? Ich will da hoch.
Dafür werde ich jetzt sogar eine Bruchstein-Stiftchen bauen hier, weißt du schon, ne? So. Huah. Aua. Down, down. So, 10 Stück sollte reichen, alles klar. Gut, dann gehen wir eben schnell schlafen. Ich kann ja auch mal ganz kurz erwähnen, ich habe, okay. Ich habe versucht, ja, ich wollte ja so einen Minecraft-internen Kalender machen. Und das wollte ich halt mit, ja, mit Little Blocks machen. Das ist halt so eine Mod, die fügt so einen Little Blocks Wand, also so einen Stab, hinzu. Damit kann man auf Blöcke klicken. Und dann kriegen die so ein neues Raster, so ein 8x8 Raster. Und da kann man so wirklich kleine Blöcke draus setzen und da kann man richtig coole Dekorationen machen. Und da habe ich schon was vorbereitet, so einen Kalender, den blende ich mal ein. So, und ja, das wollte ich halt quasi irgendwie mit Redstone lösen, aber das ist sehr kompliziert. Und ist, ja, fast unmöglich. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe mal so eine Mod gefunden, die fügt halt ganz normal einen Kalender hinzu. Und die kann man halt überall in jedes Haus klatschen, theoretisch. Und das wäre, glaube ich, vom Design her viel besser. Und auch von der Produktivität her viel besser. Ja, gut, war die Arbeit jetzt vielleicht umsonst, aber ich konnte euch mal zeigen, wie das hätte ausgesehen. Also warst du wohl doch nicht ganz umsonst. Was ich auch cool finde, dass wenn man das austauscht, dass es trotzdem weitergeht. Ist das durch eine Mod? Weil damals ging das doch gar nicht. Naja. Okay, dann warten wir noch ganz schnell. Müssen wir noch irgendwas vorbereiten? Ich würde gerne Rüstung craften. Ich könnte mir jetzt Lederrüstung craften, aber ganz ehrlich, das würde sich nicht lohnen. Ach, Gold haben wir doch. Perfekt. Und 5 Smaragde und ein bisschen Redstone haben wir auch. Also, wir haben nicht alles verloren, Leute. Wir haben nicht alles verloren. Aber das meiste. So, ein bisschen goldener Staub. Kann man das zu Gold machen? Geil. Hä? Was? Das ist aber irgendwie ein bisschen falsch gewichtet, finde ich. Ein Gold zu... was? Also, das müssen wir gleich nochmal schnell austesten, bevor wir losgehen. Das finde ich ein bisschen grenzwertig. So, haben wir denn... Stock. Haben wir denn irgendwie Fäden oder so? Ich will Fäden. Mist. Mano. So. Ach komm, ich nehme noch ein bisschen Holz auf jeden Fall mit. Das ist, glaube ich, dann auch von einer gewissen Wichtigkeit. Machen wir einfach mal hier. Lal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 
Videobeweis, dass die alten Fäckelchen und alles, was wir da unten abgebaut haben, eigentlich noch da ist. So, huch. Oh oh. Mir fällt da gerade was ein. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh oh, mir fällt da gerade was ein. Ich habe bei Fraps noch die Dingels aktiviert. Nein. Die Desktop-Aufnahme habe ich noch aktiviert, weil ich was zum Test gemacht habe. Nein. Ich werde einmal ganz kurz die Aufnahme abbrechen, um zu gucken, ob das... Obwohl, eigentlich müsste das funktionieren. Ich werde trotzdem mal ganz kurz abbrechen. Einen Moment. Zack. Oh, wenn das jetzt... Oh, bitte, 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 bitte. Bitte nicht. Ich habe das aktiviert, verdammt. Ich hoffe, das ist nur, wenn... Ein Moment. Nur wenn der Desktop... Oh. Warte mal. Ah ja, Gott sei Dank. Es wurde aufgenommen. Wie viel haben wir denn schon aufgenommen? Oh, halbe Stunde. Kam mir vor wie 5 Minuten. Okay, alles klar. Gut, warte mal. Ich erzähle wieder hier viel und da seid ihr schon wieder 1, 2, 3. Muss ich zwar neu synchronisieren, aber damit werde ich wohl klarkommen. So. Alter, da ging mir jetzt ein bisschen die Pumpe. Sorry, Leute. Eieiei, wäre das ärgerlich gewesen. Da hätte ich wieder komplett von neu anfangen müssen. Auch euch alles zu erzählen. Das ist ja das Schlimmste so. Man hat es schon schön viel Stuff erzählt und dann man darf den komplett neu erzählen. Das ist doof. So. Oh yeah. Come on. Come on. Come on. So. Zack. Nein. Verdammt. Das war falsch. Ah, das war auch noch nicht ganz fertig. Egal. Egal. So. Danke.
ist echt ein bisschen laut. So. War's das? Ja, cool, das war's schon. Toll. Dann werde ich gleich den Ofen hier abbauen, aber dass das ein Gold gibt, das finde ich ein bisschen übertrieben. Also ist so ein bisschen Staub, also ja. Naja. Ich bin nicht der Mod-Entwickler. Ich weiß nicht mal, von welcher Mod das stammt. Naja. Gut. Something different every single time. I can tell it's secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol. Every single time I can tell it's secret, not for me.